Jo Leute, David von Eidesanisch hier mit einem neuen Tutorial für euch. Und zwar ist Weihnachten ja sehr langsam, deswegen zeige ich euch mal, wie ihr so einen Schneemann erstellen könnt. Ist relativ easy und ich hoffe, es kriegen wir schnell hin. Und zwar fangen wir auch gleich an. Wir machen uns erstmal eine Kugel. Dann gehen wir zu den Darstellungen, gehen auf Schädellinien, damit wir die Linien sehen können. Dann kopieren wir uns das, Esther G, C und V. Ziehen wir uns das Ganze hoch, skalieren wir uns das. Ungefähr so. Ja, machen wir ein bisschen größer. Ja, ich denke, so ist okay. Und zieht euch das ein bisschen rein, also dass es ein bisschen in der Kugel drin steckt. Und nochmal kopieren. Und nochmal skalieren ein bisschen. Ich denke so. Ja, so sieht doch schon mal ganz gut aus. Ja, so sieht doch nett aus. Ziehen wir ein bisschen hoch vielleicht. Ja, so ist okay. Jetzt machen wir uns die Nase. Und zwar nehmen wir uns hier einen Kegel. Den Kegel drehen wir uns so, wie wir haben wollen. Also auf 90 Grad. Ist egal, welchen Parameter er nimmt. Und ziehen uns das erstmal als Nase zurecht. Heißt, wir skalieren uns das ganze gute Ding. Dann ziehen wir uns das in die Länge. Und ziehen wir das rein. Machen wir das ein bisschen kleiner natürlich. Ich denke, es war zu viel. So. Bisschen weiter unten vielleicht. Ja, das sieht doch schon mal gut aus. Ja, ich denke, das ist in Ordnung so. Wenn ich dann vielleicht ein bisschen weiter nochmal. Obwohl, nee, so ist okay. So, dann machen wir uns die Augen. Die Augen machen wir uns mit einem platonischen Körper, weil der ist nämlich sehr asymmetrisch. Und bei den Körper gehen wir bei Typ auf. Jetzt muss ich kurz lesen. Doku, Täter, Käder, whatever. So, und das süße Ding ziehen wir uns ein bisschen kleiner, so als Auge quasi. So, machen wir uns das zurecht. Gehen wir in die Obenansicht und ziehen uns das ein bisschen ein Stück raus. So, ich denke, das ist okay. So, dann gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, nee, es ist, glaube ich, ein bisschen zu weit draußen. Ja, okay. Müssen wir auch ein bisschen kleiner machen. So, ziehen wir uns dann hier rein. Ungefähr so. Mit der Ansicht wieder. Dann kopieren wir uns das. S der G, S der V. Und auf die andere Seite packen und gucken wir mal, wie es aussieht. Ja, okay. Ist jetzt noch nicht so toll. Dann können wir uns doch ein bisschen größer. Löschen wir uns den einen wieder. Machen wir so rum. Dann STRGC, damit STRGZ, damit wir wieder zurückkommen. Einen löschen wir. Dann können wir den hier lieber skalieren. So. Gucken wir mal. Ist noch ein bisschen groß. Ah, gar nicht so einfach. Nase ziehen wir ein bisschen hoch. Ja, okay, das dürfte doch okay sein. Das sieht schon mal ganz okay aus. So, jetzt aber nochmal kopieren. Und auf die andere Seite packen. Ungefähr so. Und ja, das sieht doch schon mal ganz okay aus. Können wir mal rendern. Ja, das sieht doch nett aus. Sehr schön. So. Gucken wir oben. Ja, okay, ein bisschen zu weit draußen vielleicht. Wenn wir Shift gedrückt halten und die beiden anwählen, die Körper, können wir die beide direkt selektieren und schieben wir die ein bisschen weiter rein. Ich denke, so ist gut. Ja, sieht doch gut aus. Perfekt. Okay. So, okay, schon 5 Minuten vorbei. Machen wir schnell. Und zwar machen wir uns jetzt mal eine Umgebung. Das heißt, wir nehmen unsere
Landschaft. Machen aber mal ein bisschen größer, ist eigentlich total Wumpe, weil das ist quasi ein Schneeberg. Also deswegen ist es völlig egal. Und ihr macht das Ding etwas unterhalb, denn das Schneemann ist im Endeffekt ja auch egal, weil dann steckt ihr im Schnee drin. Deswegen könnt ihr beispielsweise so. Dann selektieren wir mal alle Teile des Schneemanns. Also hier mit der Maus einfach selektieren. Drückt Alt und G, dann haben wir das gruppiert. Dann haben wir quasi eine Gruppe. Jetzt können wir den Schneemann nämlich frei bewegen. Heißt, wir drehen uns den einfach mal ein bisschen so. Ich denke, so dürfte schon mal gut sein. Ja, okay, das sieht doch schon mal. Das könnte was werden. So, jetzt machen wir uns unsere Textur. Und zwar Doppelklick hier rein. Dann haben wir unser Weiß. Das machen wir natürlich ganz weiß. Weil es ist ein bisschen grau. Dann. Ja, zeige ich euch das einfach mal. Also ihr zieht das Ding erstmal hier auf eure Landschaft drauf. Dann geht ihr auf Displacement und wählt als Textur einfach mal ein neues. Geht hier auf Subpolygone und machen wir ein bisschen weich. Also geometrisches Rendern. Genau. Dann gehen wir hier in unsere Scheide rein. Dann machen wir die globale Größe, schweres Wort, auf 300% ungefähr, damit wir halt einfach so eine Kugel haben, damit wir das halt ein bisschen größer haben, unser Neues. So, und wenn wir das mal rendern jetzt, müsste das eigentlich so aussehen. Ja, und so sieht das schon mal ganz cool aus. Genau dieselbe Textur packen wir hier auf den Schneemann. Allerdings natürlich nicht alle Teile, sondern nur auf die Kugeln. Heißt Kugel 1, untere Kugel und die Kugel 2. Jetzt ist es natürlich so, wenn wir das rendern, passiert erstmal nichts mit dem Schneemann, weil der hat ja noch nicht die Polygone, die er halt quasi als Displacer quasi verändern kann. Das heißt, wir nehmen unsere Teile des Schneemanns. Drücken C, damit wir es editieren können. Das heißt, wir können jetzt die Polygone theoretisch auswählen, sind die halt editierbar. Heißt, wenn ihr das jetzt rendert, seht ihr, ah, okay, das hat sich verändert. Genau. So, dann als nächstes machen wir die Augen. Heißt, wir können uns diesen Shader einfach mal kopieren. Gehen bei Farbe, machen wir da einfach mal also kein direktes Schwarz, sondern eher so ein ganz dunkles Orange. Ach so, mit einer Sache noch. Machen doch ein bisschen Spiegelung rein, weil Schnee ist ja auch, da es ja Eis ist quasi, spiegelt es ja ein bisschen. Heißt, wir gehen auf Reflexion, machen uns hier nochmal einen Shader rein, gehen aber auf 5% oder so, also wirklich gering. Gucken wir mal, wie es ausschaut. Und den packen wir beispielsweise auf die Nase, auf den Kegel. Ne, Quatsch, sorry. Auf die Augen. Die Nase ist ja eine Möhre. Voilà. Und beim Schnee machen wir natürlich auch hinzufügen. Machen wir mal 5%. So, dann machen wir uns die Mo-Rübe. Und zwar, wir kopieren uns das wieder. Und machen wir uns allerdings bei der Farbe natürlich ein Orange. Dann machen wir, weil es natürlich, damit es nicht so langweilig ist, machen wir uns ein bisschen Struktur rein. Deswegen, wir gehen auf Relief. Gehen auf Textur, gehen auf Moorgraph, können hier eigentlich irgendwas auswählen, was ihr lustig findet. Ich finde eigentlich ganz cool, weil dann hat es so diese Schnitte drin. Das ist Karo. Heißt, jetzt sehen wir halt wie so ein Schachbrett quasi, das ist halt ein Bumpers. Machen wir alle gleich so. Und zwar, weil machen wir hier auf. Ne, UV, also U auf 0. Und hier auf 2.
So, dann machen wir allerdings noch, damit es nicht so scharf ist, also nicht so hart, die Punkte, also die Versetzungen, gehen wir hier bei Blur auf 20% und hier mal auf Blur stärker auch mal 20. So, dann packen wir uns das Ganze auf die Nase. Und wenn wir das mal rendern, sehen wir jetzt, ja, okay, es sieht ein bisschen verwurstelt aus. Gut, ich glaube, das ist nicht so. Das werden wir doch ein bisschen ändern. Gucken wir mal. Ja, das sieht doch ein bisschen komisch aus. Dann machen wir einfach mal das Displacement hier. Einfach mal, obwohl 5 ist eigentlich ganz okay von der Höhe aus. Gut, dann machen wir uns irgendein anderes Design, ist ja eigentlich wurscht. Gehen wir auf Relief. Machen wir auch mal einfach ein. Wo machen wir Displays mal weg? Ja. Gut, dann machen wir uns hier einfach mal ein neues, ist ja egal als Relief. Wollen wir was Neues? Ich denke, gucken wir mal. Ne, machen wir da ein bisschen Neues, ein bisschen, weil sonst sieht es sehr tot aus. Machen wir auch mal globale Größe 200. Quatsch, 300. Und jetzt dürfte es eigentlich besser sein. Naja, okay, gut, egal, machen wir gleich. Alles gut. Als erstes machen wir uns erstmal einen Hintergrund. Und zwar machen wir uns hier einfach mal einen Himmel erzeugen. Physikalischer Himmel. Und gehen wir hier auf Render-Voreinstellungen, Effekte, Ambient Occlusion, Global Illumination. Und jetzt, wenn wir das mal rendern, müsste das eigentlich schon mal ganz nice auch sehen. Ja, okay, also sieht doch eigentlich an sich von der Szene ganz cool aus. Jetzt ist natürlich die Augen beispielsweise. Die packen wir uns einfach noch ein bisschen weiter raus, ist natürlich kein Problem. Und ich glaube, bei der Nase, die wir gerade hatten, ziehe ich noch mal ein bisschen weiter raus. So. Ich denke, das sollte besser sein. Na, ziehen wir die Nase, Quatsch, die Augen vielleicht ein bisschen weiter in die Nähe, dass die nicht so weit auseinander sind. Und voilà, wo haben wir die? Ungefähr hier. Auf die gleiche Höhe natürlich bringen. Es ist alles per Augenmaß, ich hoffe, es ist korrekt. Ja, und sieht auch schon mal cooler aus. Wie gesagt, bei der Nase, ich glaube, das liegt aber daran, deswegen natürlich, weil wir es natürlich irritiert haben. Das heißt, das wird natürlich alles jetzt sehr gewabbelt, alles. Da halt die Polygone verändert werden. Im Endeffekt, eine Müllrübe sieht halt immer anders aus. Also, es sieht natürlich ganz spannend aus. Ansonsten macht ihr euch einfach einen neuen Kegel hier. Das heißt, ihr nehmt hier nochmal den Kegel. Dreht ihn euch wieder auf 90 Grad. Müsst ihn euch natürlich jetzt zurecht drehen, so wie ihr euch den Schneemann gemacht habt, quasi. Ziehen wir uns das Ding ein bisschen weiter rein. Machen wir unseren Kegel hier mal weg. Ziehen wir uns das ungefähr so. Müssen wir es natürlich ein bisschen weiter drehen, damit es auf einer Linie ist zu den Augen. So, das sieht doch schon ganz gut aus. Skalieren wir uns das und voilà, haben wir wieder die Nase neu. Drehen wir das noch ein bisschen. So, jetzt müsste das eigentlich theoretisch gerade sein. Mal ein bisschen kleiner. Ich glaube ein bisschen so vielleicht.
Und ja, ich denke, das ist in Ordnung. Gucken wir mal. Dann ziehen wir uns die natürlich hoch und raus. Machen wir uns die natürlich größer auch. So. Voilà. Okay. Und ziehen wir unsere Textur hier auf den Kegel. Und wenn wir das rendern, müsste das eigentlich theoretisch nicht mehr so gewurschtelt aussehen. Ja, okay, sieht doch cool aus. Genau, so in etwa. Jetzt könnt ihr natürlich bei den Augen noch ändern, aber ich finde, das hat was, da das nicht so symmetrisch aussieht. Also, weil im Endeffekt ein Schneemann mal eher Kinder gebaut. Finde ich ganz süß. Und von der Atmosphäre hier, also finde ich auch ganz cool, dass es halt so ein klarer Himmel ist, weil, wenn ihr beispielsweise auf Bergen seid oder so, ist ja eigentlich immer bei Schnee und Sonne eigentlich immer klarer Himmel. Ihr könnt allerdings hier auf den physikalischen Himmel gehen, auf beispielsweise die Uhrzeit, könnt ihr halt natürlich ändern. Wenn ich das auf beispielsweise jetzt, sage ich mal, halt nachts stelle, auf sage ich mal 23 Uhr, dann ist es natürlich dunkel, ist natürlich auch cool. Das können wir jetzt rendern, weil dann sieht es einfach aus wie bei Nacht. Halt auch irgendwie. So, und jetzt habt ihr das halt auf, wie es bei Nacht ist. Also finde ich ganz cool. Ja, deswegen würde ich sagen, war es das, wie gesagt, erstmal mit den Tutorials. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr konntet ein bisschen was lernen. Hat doch ein bisschen länger gedauert als erwartet. Ich hatte gedacht, kriegen wir so um 5 bis 10 Minuten hin. Aber naja, war nichts. Also, wenn euch das gefallen hat, würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Wenn ihr keine Videos mehr verpassen wollt, aktiviert die Glocke. Wie gesagt, gebt mir ein Abo. Auch würde ich mich freuen über einen Daumen nach oben. Ihr könnt noch gerne Feedback da lassen, was ihr gerne für neue Videos haben wollt, neue Tutorials, irgendwas. Könnt ihr euch aussuchen, macht euch da, ja, lasst eure Gedanken frei auf. Ansonsten würde ich mich, wie gesagt, echt über Feedback von euch freuen, allgemein, damit ich weiß, was kann ich denn allgemein verbessern auch. Und ansonsten würde ich sagen, haut rein, danke fürs Zusehen und auf Wiedersehen.